Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Sunny, die hier tatsächlich schon aufgestanden ist. Aber ich habe hier auch schon direkt die Meldung bekommen, dass wir Rechnungen bekommen haben. Was ein bisschen blöd ist. Aber wir können sie zumindest bezahlen. Also es ist schon halb so wild. So, ich bin schon ganz gespannt, was wir heute machen müssen. Und das ist die 144. Gefühlt sind wir ganz oft zurzeit da in der Richtung, ne? Koche für eine Mahlzeit des Tages ein Gourmet-Menü. Das könnten wir ja direkt zum Frühstück eigentlich machen. Ich glaube, das geht erst ab einem bestimmten Level von Kochen, oder? Okay, wir sind erst Level 3. Ich glaube, man braucht erst ein höheres Level. Dann macht sie sich eben Eier und Toast zum Frühstück. Und nachher werden wir das vielleicht besser machen. Dann wird sie halt ein bisschen kochen heute. Level 4 oder 5 müsste das dann ja bestimmt schon sein, wo man das machen kann. Es ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen, dass man dafür ein bestimmtes Kochlevel braucht. Aber es macht doch eigentlich Sinn. Sie muss jetzt auch gleich zur Arbeit. Aber guck mal, wie süß das ist. Sie kann jetzt hier essen und nebenbei Fernseher gucken. Das ist so schön. Ich weiß, dass es nicht das perfekte Haus ist und wir werden das auch nochmal komplett abreißen vermutlich und daraus dann was Richtiges machen. Und dann hängen wir auch die ganzen Fotos auf und so. Aber ich finde, für jetzt gerade ist das perfekt. Also es funktioniert halt alles richtig gut und so und das ist so, so schön. Und sie ist grundsätzlich ja auch echt zufrieden gerade und das, ich lieb's einfach. Oh mein Gott, ich habe die ganzen Dings auf blau noch eingestellt, ne? Können wir mal bitte alle Lichter wieder so auf weiß stellen oder so? Danke. Dann geht sie jetzt zur Arbeit. Wir fordern natürlich eine Herausforderung. Moon ruft an, süß. Yeah, eine mittelgroße Leistungsverbesserung. Ich denke, dass wir in diesem Part auch Moons kleines Umstyling machen werden. Cloud, ich liebe dich, aber ich kann nicht mit dir irgendwo hingehen. Warum hat sie Burnout? Nö, sehe ich nicht. Eleanor Rosa? Oh! Aber ich sehe Sunny gerade nicht in diesem Moment, wo sie irgendwie in irgendeiner Form heiraten würde. Deswegen sage ich jetzt, unter welchen Bedingungen. Also ich nehme das Geld gerne an. Aber ja, also ich weiß, dass es bei Kohle gepaart, dass es da mehr Geld gibt. Aber wie gesagt, das passt jetzt gerade nicht so rein. Ja, also wir haben jetzt ja auch keinen Kandidaten, den wir jetzt unbedingt heiraten wollen würden. Ich kann mir vorstellen, dass zwischen ihr und Justin nochmal irgendwie was Romantisches wird. Aber ob wir das jetzt in 7 Tagen hinkriegen, dass sie da unbedingt dann heiraten, keine Ahnung. Ich glaube, so stürmisch wäre sie nicht. Deswegen machen wir unter welchen Bedingungen. Das nehme ich natürlich gerne. So kommen wir natürlich dann irgendwann auch zu einem vernünftigen Haus. Ja, das ist sehr, sehr cool. Sie denkt an Cloud, I cannot. Sie kann natürlich auch den Kochkanal schauen, um Fähigkeit zu lernen. Sie hat ihren Lebensstil verloren, aber das war ja auch irgendwie klar. Sie kann ja mal ein verspieltes Gemälde machen, weil ich glaube, das hilft auch gegen den Burnout genau. Hey, 173. Okay, sie geht schlafen. Dann machen wir es halt für morgen, weil manchmal klappt es halt einfach nicht, dass man es am selben Tag schafft. Aber es ist ja in Ordnung. Okay, es müsste dann Level 5 sein, aber das kriegen wir schon hin. Dann soll sie normal arbeiten. Obwohl, das steigt dann auch. Warte. Dann lassen wir es natürlich ruhig angehen. Haha, das hilft. Sie muss ja auch nicht immer volle Pulle geben. So nachdenklich duschen. Oh, jetzt hat sie Angst, dass der Job da keine Aufstiegschancen gibt. Aber das ist natürlich Quatsch. Sie hat Level 5 erreicht. Yay. Dann soll sie den Teller jetzt nicht essen, weil dann können wir nämlich morgen was Neues machen. Ich finde Knoblauchnudeln klingen immer sehr geil. Sie wünscht sich, mit Justin zu plaudern. Das finde ich auch sehr süß. Und sie möchte einen Arbeitstag in Bereitschaft für neue Herausforderungen abschließen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sie ist gerade ein glücklicher Single. So, dann kann ich sie noch was malen lassen. Weil es ist noch nicht so spät abends. Schon Level 4, cool. 192, sehr schön. Dann kannst du schlafen. Ich glaube, ich will so 10.000 angespart haben, bis wir dann ein richtiges Haus bauen. Und dann mache ich das, glaube ich, aber auch in einem extra Video. Sehnsucht nach flauschigen Freunden. I cannot. Irgendwann wird sie bestimmt ein Haustier haben. Ich hätte ja Lust auf eine Katze oder so. Stimmt, sie braucht Videospielfähigkeit, ne? Wir haben ja diese Ausrüstung, aber ich glaube, die funktioniert draußen nicht, oder? Also zumindest nicht im Winter und so. So, Cash mit Fröschen machen. Dann wird gleich wieder gearbeitet. Aber was machen wir heute denn? 121? Quatsche mit einem Fremden. Können wir ja vielleicht in die Bar gehen nachher? Sie mag Fitness gerne. Sie ist ja auch aktiv, also sehe ich das auf jeden Fall. Und sie soll nicht fleißig arbeiten. Wieso will sie mal fleißig arbeiten? Wir hören Musik. Level 3 der Unternehmerfähigkeit. Und der Schnee schmilzt. Ich habe mich in Gina Bell verknallt. Also, das heißt ja jetzt noch nichts.
Aber ich denke, sie sagt, das sollst du selbst entscheiden, weil wir haben ja gesagt, eventuell versuchen wir da was anzubändeln. Eventuell. Deswegen lassen wir ihn mal entscheiden. Moon ruft jeden Tag an, das ist so süß. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg in die Bar und lernen dann jemanden kennen. Sie möchte mit Eva Charm reden. Die haben wir jetzt ja auch schon öfter gesehen, deswegen, let's go. Na, wenn wir schon hier sind, können wir ja auch Pita und Hummus-Tapas essen. Guck mal, welche ist Jericho? Ich würde sagen, dann können wir ja auch über Jericho dann auf den Haushalt zugreifen. Und dann machen wir jetzt, glaube ich, das kleine Umstyling für Moon, weil sie ja zur Erwachsenen geworden ist. Weil ich hab da jetzt Lust drauf. So, und damit sind wir jetzt auch schon fertig. Also, es hat ein bisschen gedauert, aber verhältnismäßig war es okay. Also, das hier ist ihr erstes Outfit. Ich fand, das sah sehr passend aus, dafür, dass sie ja auch auf der Farm lebt und jetzt ein bisschen älter ist, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich habe ihr ja auch jetzt so ein bisschen Falten gegeben. Weil durch den Skin sieht man das ja nicht, aber diese neuen Falten, die wir bekommen haben, ich finde die sehr, sehr passend. Das ist ihr zweites Alltagsoutfit, weil dieser Rock, der war halt einfach viel zu kurz. Also für so eine erwachsene Frau. Also das kann man machen natürlich. Aber sie so als Mutter, ich glaube, das ist einfach nicht mehr so zeitgemäß gewesen. Ihr drittes Outfit ist dieses hier. Anstelle des Jeanskleides und den zweifarbigen Schuhen. Sah halt schon sehr jugendlich aus und das ist halt trotzdem noch so in dem Stil, finde ich, aber erwachsener. Ihre Abendkleidung habe ich geändert, was ich auch sehr, sehr cool finde. Also, wenn Moon so zu irgendeiner Hochzeit oder sowas kommt, Pop-Off-Girl. Hier habe ich das T-Shirt noch geändert. Ich finde halt dieses Bauchfreie bei Erwachsenen immer ein bisschen. Also, wie gesagt, man kann das immer alles machen, aber ich finde, es sieht halt immer viel jugendlicher aus, wenn da irgendwie bauchfrei oder so ist. Ihre Schlafkleidung habe ich das hier nicht geändert, weil ich finde, man kann ja trotzdem sexy sein. Aber ich habe halt hier die Hose noch geändert. Dann ihr Party-Outfit habe ich geändert, weil das ja auch sehr reizend war, sag ich mal. Und ich glaube, das würde sie jetzt einfach nicht mehr machen. Und das sind so dieselben Farben, dieselben Vibes, aber eben passender zu ihrem Alter. Badekleidung habe ich so gelassen. Da habe ich das Kleid geändert. Wir haben, glaube ich, die Heißwetter Sachen nie gesehen an ihr. Aber das Kleid war mir ein bisschen zu kurz. Ansonsten habe ich das aber so gelassen. Und hier habe ich auch die Jacke geändert, weil an sich hätte man ihr das lassen können, finde ich. Aber wir haben das so lange und so oft gesehen. Da fand ich das jetzt irgendwie dann doch mal passender, wenn wir mal irgendwie die Jacke oder so ändern. So, weiter geht's. Ich bin im falschen Haushalt. Sie wollte wirklich was zu essen bestellen. Oh, Eva ist leider einfach gegangen. Schade, aber wir haben mit jemandem geredet, also haben wir es abgeschlossen. Pop off mit deinem Make-up. Ist hier irgendwie Pride oder warum kommen hier alle mit Regenbogen-Make-up? Stimmt, wir wollen ja auch noch einen Partner finden. Oh mein Gott, I forgot. Ja, ich glaube, sie geht dann einfach. So, dann geht sie einfach schon mal schlafen. Und was machen wir so? Wir machen die 157. Kaufe ein Lama. Finde ich ein bisschen wild. Vor allem, weil wir ja jetzt nicht das größte Grundstück haben. Aber wenn sie unbedingt ein Lama haben will, soll sie das haben. Guck mal, dann kann sie auch wieder mit Tieren zusammenarbeiten.
Das ist doch toll. Wir nehmen ein beiges Lama. Kontakte knüpfen. Wir erzählen mal einen Witz über eine Lama-Frisur. Es ist ein bisschen wild, dass wir jetzt einen Lama haben, aber kein Problem. Er findet uns auch toll. Wir zeigen Tanzschritte. Man kann Geige üben und Gitarre. Vielleicht können wir dich auch streicheln schon. Süß. Oh mein Gott, I love you. Wie süß. Oh. Sie freut sich auch richtig, weil sie ja Tierfreundin ist. I love it. Ah, stimmt, wir können das dann ja auch scheren. Oh, stimmt, Präriegras. Ich finde es aber scheiße, dass das hier angezeigt wird, obwohl ich das Pet nicht habe. Oder gibt es andere Möglichkeiten, um an dieses Präriegras zu kommen, außer von dem neuen Pack? Aber bald werde ich es eventuell besitzen. Das wird auch spannend. Scheiße, ich wollte ja immer noch die Videospielfähigkeit. Das ist alles schrecklich. Wir haben so viel vor. So, Leidenschaft zurückgewinnen. Wie lange hält dieses Moodlet an oder ist es kein Moodlet? Für 12 Stunden. Ach, na dann. Sisi aber. Können wir fragen, ob Lamas grooven? Die Farbe von dem Stall können wir ja eventuell noch ändern. Mal gucken. Das Lama sagt ja, Lamas grooven. Oh, sie furzt jetzt die ganze Zeit. Beiges Lama mit Liebe erdrücken. I love this. Das ist sehr, sehr cute. Ich finde es halt süß, weil sie kommt ja auch aus Hanford und Bagley so. Und dann, oh mein Gott, dass sie sich da ein Lama holt, ist einfach so cute. So den richtigen Farm-Lifestyle hatte sie ja jetzt nie, sage ich mal. Aber es ist so süß. Ich freue mich auch irgendwie, auch wenn es mehr Arbeit bedeutet. Aber das ist okay. Das Date ist gut gelaufen. Verdammt. Schwere Aufgabe erteilen, ja. Yeah. Sie hat die Angst besiegt, juhu. Aber sie hat wieder Burnout-Probleme. Wir besuchen jetzt diesen Haushalt, der sich umbenannt hat. Wer ist Jens? Anscheinend haben die geheiratet. Also soll mir recht sein, ist mir egal. Hab damit nichts zu tun. Hi, Justin. Schön, dich zu sehen. Ja, wir müssen ein Wörtchen miteinander reden. Wir fragen mal direkt, ob er Single ist. Also ob da überhaupt noch Chancen bestehen. Er ist Single. Dann versuchen wir es einfach mal. Oh, das lässt er so weit zu. Wo will er denn jetzt hin? Grillen. Super. Es wird hier ganz romantisch beim Grillen. Im Rauch wird hier jetzt ein Anmachspruch gedroppt. Aber er geht drauf ein. Man flirtet doch mal. Aber er rennt die ganze Zeit von uns weg. Sieh so, ich sehe doch gut aus, oder? Also er hat auf jeden Fall Interesse an uns. Wir können ja einfach mal sagen, ja, wir gestehen, sich angezogen zu fühlen, so. Jetzt erschreckt sie ihn. Das ist nicht ganz, was ich wollte. Könnt ihr... Nein! Ich möchte, dass ihr knutscht. Yay! Über Hochzeit reden. Genau. Sie will die ganze Zeit Unfug machen. Sie ist so doof. Wir können ihn ja auch einfach mal direkt bitten, also unser Freund zu sein. So, vielleicht möchte er ja. Ja, süß! Also hat das mit dem Vorsatz doch geklappt. Geht mal nochmal Händchen halten. Heiratsantrag machen, ja, so schnell sind wir jetzt auch nicht. Und dann knuddelt nochmal. Aber um 10 Uhr wird es dann auch Zeit, dass wir nach Hause gehen. Aber, das ist jetzt interessant geworden. Frösche verkaufen, juhu! Dann haben wir das Geld von dem Stall auf jeden Fall schon wieder drin. Jetzt wird gegessen und dann wird geschlafen. Hier ist soweit alles supi. Als ob es jetzt schon wieder schneit. Es ist Tag 6 im Frühling. So, dann putzen wir dich natürlich. Dann wirst du lieb gehabt. Ich habe gehört, dass du dich mit Justin triffst. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Freund. Süß. Du bist ja so ein Feini. Die verstehen sich halt auch voll gut. Das ist so süß. Dann kann sie ja vor der Arbeit nochmal kurz den Viehstall hier säubern. Den Dünger brauchen wir ja nicht, ne? 50? Wow. Wir helfen natürlich. Das Essen ist leer. Müssen wir uns dann gleich drum kümmern. Der Geburtstag naht? Was? Ist ja ganz kritisch. Das heißt, wir müssen ja bald ein Kind kriegen. Wir können auf jeden Fall bis Montag warten. Und am Montag werde ich dann das Haus umbauen. 1000%. Weil dann können wir ja auch noch Geld sparen und so. Also macht ja nur Sinn dann, ne? Ich habe heute, glaube ich, vergessen zu drehen, oder? 156? Kaufe eine Kuh. Warum will sie jetzt eine komplette Farm haben? Wir nehmen eine braune Kuh. Kann nicht sein. Hallo, Moon. Bekomme eine Erkältung. Ich möchte aufs Gewürzfestige gehen, aber... Ah. Ausgebrannt. Girl. Aber es schaltet sich immer automatisch auf fleißig Arbeiten ein. Ich denke doch nicht immer daran. So, verkaufen. Dann macht sie einfach noch eins. Ach, das ist schlecht. Schade. Naja, das macht sie jetzt noch zu Ende. So, sehr schön. Und dann geht schlafen. Freitag. Ich glaube, sie muss am Wochenende ja nicht arbeiten. Nope, muss sie nicht. Sehr schön. So, und was machen wir heute? 144. Hatten wir heute schon. Aber das ist eine Sache, die können wir ja ruhig öfter machen. Also, no problemo. Aber erstmal wird hier auch eine Kuh füttern. Nee, ich will sie eigentlich putzen. Und dann putzen wir dich, melken wir dich und dich scheren wir. Kaichi Kayente, wer bist du? Lass mich in Ruhe. 6 Flaschen Milch und beige Wolle.
6 Mal. So, und für all das Zeug kriegen wir 448. So, wir machen uns jetzt mal auf und gehen in eine Bibliothek. Und wir nehmen mal Justin mit. Weil wir müssen ja noch ein bisschen gamen. Aber ich möchte natürlich auch mich um diese Beziehung ein bisschen kümmern. Nee, absolute Verehrung. Viel zu süß. So, und jetzt wird gegamed. Sie ist auch nicht mehr ausgebrannt. Das ging schnell. Eine besondere Verbindung. Wegen Gefühls der Vertrautheit mit jemandem in der Nähe. Wie süß ist das denn? Guck mal, er gamet auch. Ich lieb's. Das nenne ich mal ein Date. In die Bibliothek reisen, um beide gamen zu lassen, um miteinander zu interagieren. Level 2, unbekannter Anrufer. Du wurdest ausgewählt, sie werden bald kommen. Wer ist da? Ah, ich hab die reingelegt. So, es hat sich jetzt ausgegamed. Wir gehen jetzt nach Hause. Nehmen Justin aber mit. Diese Stelle. Und dann können wir gemeinsam das Gourmet-Menü essen. Machen einen Caprese-Salat. Für ihr Bestreben muss sie noch eine Stunde lang Videospiele spielen. Ich finde das irgendwie so krass, dass sie halt dann im nächsten Part schon zur Erwachsenen wird. Ist irgendwie ein bisschen surreal, dass das so schnell ging, ne? Was, wenn die beiden nochmal in die Bar gehen? Weil ich weiß, dass da ein Objekt platziert wurde, was mich interessiert. Guck mal, die Mutter arbeitet hier sogar. Es ist Single-Nacht. Das ist schlecht. Aber hier befindet sich ja ein Busch und was, wenn die beiden Bock haben? Man gönnt sich ja sonst nichts. Ach, die gehen jetzt hier hinten in den. Aber das ist mir egal. Die können jeden benutzen. Alles egal. Zu Hause geht's ja nicht. Deswegen machen wir es jetzt hier. Ich habe ja auch Risky Woohoo an. Also, wer weiß. Ob das dann wirklich in einem separaten Video passiert oder nicht, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Kann auch sein, dass wir das dann im Part machen, weil sonst wäre das nur ein Tag. Im nächsten Part, das macht ja nicht so viel Sinn, ne? Deswegen vielleicht machen wir es einfach im nächsten Part und schauen wir einfach mal. No protection was used. Und weil es mich so sehr interessiert, ob da jetzt irgendwas schiefgelaufen ist oder nicht. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, dann ist sie nämlich länger junge Erwachsene. Aber sie ist nicht schwanger. Ein bisschen schade, finde ich es schon. Akzeptiere das. Wir werden sowieso ja noch irgendwann ein Kind kriegen müssen. Sonst funktioniert die Legacy hier nicht. Wir gehen jetzt nach Hause. Und sie redet noch kurz mit Anissa, aber es geht jetzt nach Hause. Du stinkst nämlich. Wird hier geduscht, dann wird geschlafen. Ich würde dann aber auch hier den Part beenden, weil wir haben echt viele Tage gespielt. Aber so ist das, wenn sie halt so lange immer arbeiten muss. Ist halt ein bisschen blöd. Aber im nächsten Part kriegen wir dann ja unser krasses Haus. Also das ist dann wiederum sehr cool. Das ging dann halt dadurch halt schneller, dadurch, dass sie ja den Job hat, so. Deswegen hat halt alles Vor- und Nachteile, ne? Haben wir trotzdem ein bisschen was erlebt. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.